Und da sind wir wieder. Weiter geht's. Hier direkt mit unseren Zielen. Die 12 Wächter sollen wir alle finden und erwecken. Und natürlich Cory, unsere kleine süße Tochter. Teenie-Tochter. Teenie-Tochter finden. Oh, vielleicht ist es auch mal ganz erholsam. Ja, ne? Eine Teenie-Tochter. Ich würde nach Cory mit dem Fernrohr suchen. Ach ja, das hat er uns eben noch angeboten, dass wir da mal durchschauen können. She might be at the lawyer's office. He used to prepare Davy's contracts. He also issued the passes to the Tower of Pets. That's why he always minded the weather. Ah ja, okay. Also das habe ich schon mal in einem Wimmelbildspiel gesehen, das mit diesem Fernrohr. Die kannst du da an dem Regler rechts noch einstellen, die Schärfe, sodass du dann entweder... Dinge, die weiter weg sind, dass du die scharf siehst, beziehungsweise Dinge, die näher dran sind, scharf siehst. So, dann gucken wir mal, ob ich noch was finde, was sich hier lohnt. Okay. Jetzt kann... Ach so, okay, das war Ende. Da weiter kann ich da nicht. Nee. Ist das vielleicht noch weiter weg, dass wir da... Kannst du mal testen. Wir können ja auch einfach mal, kann ich mir den Mond damit angucken? Weiter nach links geht das noch? Ah, okay. Oh. Ist noch weiter nach links? Nee. Okay, dann gehen wir mal eine Stufe runter. Oder ganz nach unten, okay. She's not there. Let's find the tower. Ach, Mann. Okay. That's where you'll want to be hidden. Er sagt es uns und zeigt es uns. Ja, Mensch. Okay. Wie blind. Okay, der war ja ganz oben. Genau, dafür musst du in die Mitte stellen. Not there either. Okay, das gefällt mir. Well, we might as well get this over with. She's probably in the prison. Nee, das war ja gar nicht ganz vorne, oder? Das weiß ich nicht. Nein, das ist irgendwas so am Felsen. Ist das okay, ja, vielleicht. Ja, das hier? Nee. Das ist irgendwas anderes, aber das müssen wir bestimmt auch noch finden. Obwohl, das sieht doch aus wie ein Gefängnis, aber. Hallo, das passt nicht. Vielleicht weiter? You should be glad she's not locked up already. Okay, wir hatten das hier oben gesehen. Maybe Davy's took her to his palace? They probably went into the garden. The one with the pretty gate. Okay, das war ja da oben, genau das da. Gate. From there, it's just a short walk to the palace. Do you see it over there? Palace hat mir jetzt bestimmt schon mal gefunden. Where in the world did they go? Wait, what's that? There, by the bridge! There, by the bridge. Where's the bridge? Where's the bridge? No, here's another. Doof, check my limit. Ach, hier. Was sagt der denn? Oh, da werden wir jetzt direkt hin teleportiert. Oh no, that Leghorn! She'd be terrified. Gespannt, was sie für einen Vertrag stehen hat. Okay, das werden wir nicht mehr rausfinden. Nicht mit dieser Demo-Version. Ich finde, auf jeden Fall kann ich jetzt schon so sagen, es hat mich mehr mitgerissen, als ich gedacht hätte. Ja. Ich hatte nicht so hohe Erwartungen an das Spiel und wurde doch positiv überrascht. Also man kann da scheinbar
mehr machen, als man denkt. Ja, ich war auch echt positiv überrascht. Naja, wobei, ich muss sagen, ich bin noch eher ein Fan von diesem klassischen Gewimmel. Also, Minispiele gehören ja immer dazu, das finde ich ja auch eigentlich ganz gut, das ist ein bisschen abwechslungsreicher, aber die Art von Wimmelspiele, ja, die haben mich schon eher unterfordert. Also dann suche ich doch lieber in einem seltsamen, unaufgeräumten Mega-Chaos nach irgendwelchen Dingen, als dass ich da irgendwelche Pfannen umsortiere. Also ja, wobei, also ich mag Minispiele und ich mag auch, dass es ein bisschen aktiver gestaltet wird als nur draufklicken und suchen, also diese Sachen zur Seite schieben und so, um den Gegenstand zu finden, das finde ich ganz gut. Ja, so eine Interaktion finde ich auch ganz nett. Und auch, dass man die Gegenstände, die man gefunden hat, erstmal benutzen muss, um weiteres zu finden. Also, ja, das sind schon gute Ideen, aber wie gesagt, das da waren ja jetzt gerade in dem letzten Würfelbild, das war ja halt, also kommen diese Plattentränen, das war halt schon fast traurig. Also. Ja. Naja, aber alles in allem war ich jetzt überrascht vom Look und den Animationen. Hat mir schon gut gefallen. Ja, ich finde auch. Es ist durchaus, und was man von der Demo her sagen kann. Die Geschichte ist eindeutig spannender als bei so gewissen anderen Spielen. Ja. Das stimmt. Also wie gesagt, dieses Mitgerissensein, das habe ich schon ein bisschen empfunden. Und es kommt ein bisschen Spannung auch auf, wo man überlegt, was passiert da, wie geht's weiter, wie du sagst, was steht in dem Vertrag. Es kamen ja auch überraschende Szenen, mit denen wir so nicht gerechnet haben, als wir da an dem Boot rumdockelten, plötzlich damit es ins Wasser geht. Plötzlich von der Seite auf, das habe ich mich ein bisschen erschreckt. Ja, auf jeden Fall. Also das muss erstmal ein Wimmelbildspiel hinkriegen. Ja, es ist echt mehr Action drin als gedacht. Und auch, wie gesagt, diese Bewegung und Animation der Personen sind okay. Ja. Keine Meisterleistungen jetzt vielleicht, keine Schönheit. Aber man erwartet eigentlich weniger. Genau. Also man ist es gewohnt, dass man immer so, so festgefrorene Personen sieht. Und da haben die, also da wirken die ja wirklich lebhaft. Also da hat sich ja bei denen vieles bewegt. Finger, Augen. Ja. Hat schon Spaß gemacht. Wir haben ja noch ein paar andere, die wir gerne testen wollen. Ja, also ich finde jetzt auch, könnten wir uns überlegen, ob wir nicht sogar den zweiten und ersten Teil von Grauen aus der Tiefe, die Demo-Version, uns mal anschauen. Ja. Ob die auch schon ähnlich gut waren oder ob jetzt der dritte Teil tatsächlich auch irgendwie eine Entwicklung einfach darstellt. Ja. Das könnte man sich auch nochmal angucken. Aber genau, wie es weitergeht, seht ihr, das wissen wir noch nicht. Bei den Spielen wissen wir es noch nicht, ob wir da weitermachen wollen. Nee, genau. Aber wir testen erstmal noch andere Spiele und dann lassen wir uns vielleicht von dem Packendsten einfach mitreißen. Genau. Wir hoffen, es hat euch irgendwie ein kleines bisschen Spaß gemacht. Es war nicht ganz so chaotisch, wie es sich für uns angefühlt hat. Und ihr schaltet hoffentlich bald wieder ein. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss.